Hallo zusammen, ich habe hier einen Sonderbau für Milchtankfahrzeug. Und zwar habe ich das Teil schon ein Video gemacht, verlinke ich euch in der Endcard. Und hier ist es jetzt fertig. Damals war das Thema wirklich, wie baut man sowas zusammen. Den Deckel hier oben drauf, den habe ich immer noch nicht. Der liegt immer noch beim Kunden. Wir sehen also hier drin ein Gebläse und den Wärmetauscher und die Luft. Das ganze Aggregat kommt auf einen Kühlraum für ein Probenfach eines Milchsammelfahrzeuges. Die Luft wird hier hochgesaugt und durch diesen Ventilator wieder nach unten geblasen. Dann haben wir hier die Steuerung, die ist jetzt noch lose, die wird dann irgendwo noch montiert. Der Fühler, der muss eigentlich hier in Ansaug oder runter ins Milchfach. Und hier habe ich dann die Temperatureinstellung. Das heißt, hier kann ich die gewünschte Temperatur einstellen. Ich habe hier einen Kompressor drauf. Kondensator mit Lüfter. Und hier hinten sitzt ein Pressostat. Dieser Pressostat hat zwei Funktionen. Erstens schaltet er den Lüfter ein, wenn die Temperatur hier auf dem Wärmetauscher steigt. Und zweitens schützt er den Kompressor, wenn zum Beispiel hier der Lüfter kaputt ist oder hier dieser Wärmetauscher verschmutzt ist. Weil wie dieser Wärmetauscher verschmutzt ist, dann kann der Lüfter laufen bis zum geht nicht mehr, aber er bringt die Wärme trotzdem nicht weg. Das heißt, wenn hier die Wärme sich staut, muss der Kompressor abgeschaltet werden. Das heißt, bei steigendem Druck schaltet er einfach den Kompressor aus. Ich habe hier noch das Tippenschild. Was das ist, das seht ihr hinten spezial. Nichts Besonderes, das soll es gewesen sein von dem Sonderaggregat, das was wir auch noch so machen nebenbei. Hier oben verlinke ich euch das Video, wo ich die Anfrage bekommen habe für das Teil. Und hier verlinke ich euch einen Link auf ein anderes Aggregat in der Leistungsklasse. Also wir reden hier von etwa 600 Watt Kühlleistung auf 24 Volt und ich wünsche euch somit einen schönen Tag.